kleine Sturmtruppler. Schön, dass ihr dann wieder eingeschalten habt. Aufpassen mit Emojis. Ich hab den Nightbot immer noch nicht entschärft. Da. Wie ihr seht, sitzen wir in unserem Konferenzraum. Mit meiner ganzen Truppe. Moment. Mit Captain Phasma, da wir sehr viele Verluste beim letzten Mal gehabt haben. Captain Phasma. Jawohl, mein Lord. Verluste waren groß. Ich weiß, mein Lord. Sollten wir mal zur Katastrophenstelle zurückkehren? Vielleicht können wir auch nochmal Frackteile von Rebellenlager bergen benutzen. Es könnte sich lohnen, mein Lord. Des Weiteren werde ich heute um weitere Kreaturen Erforschung kümmern. Euer Auszubildender hat es ja leider auch nicht geschafft. Biologe? Ja. Ich sagte große Verlust. Aber das Imperium wird nicht aufgeben. Wir bestreben heute nun ja, wir haben jede Menge Munition gefunden, wodurch das Produzieren und Nachproduzieren von Munition weiter nach hinten gerückt ist im Moment. Jedoch haben wir keinen Architekten und unsere Base muss weiter ausgebaut werden. Können Sie ja Rebellenlager noch einen Transponder bergen, mit dem wir den Todesstern kontaktieren können, um weitere Truppen anzufordern? Es wäre möglich, deswegen wäre eine Exkursion dorthin äußerst lohnenswert. Begleiten Sie. So, wir statten uns dann erstmal mit Notreserven aus. Man weiß ja nie, was bei einer so Expedition passieren kann. Nehmen Sie sich genug Nahrungsergänzungsmittel mit, genug Wasser. Haben Sie Ihre Waffe? Jawohl, mein Lord, bin aufbruchbereit. Ich werde auf das Breitmal aufsteigen. Unser einziges, wo wir noch besitzen. Ich denke, in der Baracke sollte noch sein. Dann nehmen Sie sich auch eins. Ah, übrigens, mal kurz den Konferenzraum zeigen, ne? Schön gemacht war, oder? Bin ich auch. Aber leider hat es sehr viele von uns erwischt. Nur mich und Captain Phasma und die Sturmtruppler, die im Ryo-Schlaf liegen. Ich hoffe, dann sieht man auch mal wieder welche online. Wir starten die Expedition. Unsere Breitmäuler besitzen auch die Fähigkeit der Vorahnung. Durch ihren schrillen Schrei können sie Tiere aus weiterer Entfernung wahrnehmen. Probieren Sie es mal aus.
bin mir nicht sicher, ob... Nein, das war nicht. Sehr gut, haben Sie den schrillen Ton gehört? Jawohl, mein Lord. Tiere tun dann meistens mit ihrem Kopfnicken andeuten, in welcher Richtung die Gefahr droht. Gut, wir gehen mal in den Galopp über. Oh, Captain, fass mal, ich hab mich verlaufen. Eine zu früh abgebogen. Dieser Felsformation glaube ich auch nicht, dass es aus natürlichen Wegen entstanden ist, solche Brücken. Aber außer dem Schmuck, da habe ich bisher keine zivilisierte Fraktion hier gefunden. Oder Spezies, die dazu in der Lage wäre. Baradin, ich 23 Uhr ist mir vorgemerkt. Je nachdem, wie es Spaß macht. 23 Uhr. Und Servus, willkommen im Chat. Hi, Techner. Schön, dich wiederzusehen. Machst du heute mit oder schaust du nur zu? Der schrille Schrei geht auch über das Tor hinaus. So kann man eine Gefahr hinter dem Tor erkennen. Tiere wittern etwas. Vorsichtig, Captain Phasma. Schließen Sie sofort die Tür wieder, wenn Sie durch sind. Was? Captain Phasma, hinter Ihnen! Sturmtruppler? Ein Sturmtruppler, ich bin mir nur nicht sicher, ob er noch am Leben ist. Fühlen Sie mal den Puls. Mein Imperator. Stark verletzt. 361, Sie haben überlebt. Captain Phasma, er hat starke Schmerzen. Betäuben Sie ihn, damit wir ihn ins Lager bringen können. Schmerzen auf dem Weg dahin nicht erleiden muss. Captain Phasma, haben Sie mich verstanden? Ich muss meine Taschen durchsuchen, ich habe es irgendwo. Rucksack des Breitmauls? Oh, schade, Techno. Ich habe heute mit dir gerechnet. Echt, die ganze Zeit nicht. Von jetzt bis 23 Uhr kann sie nicht. Wow. Und deine Freundin? Captain Phasma holt eine Betäubungsspritze. Spritzen hat nicht mehr, aber nur etwas für euch zum Pschen. Die Spritze selbst. Nicht zurückkriechen, Dart. Tragen Sie das auf Ihre Wunden auf, es wird helfen. Wie lass ich Gap? Sobald Mittel wirkt, werden wir sie zur Basis zurückbringen. Lange lebe das Imperium. Ah.
Hey. Ja, zum Glück haben wir ihn betäubt, Captain Phasma. Das sieht nicht gesund aus. Jetzt beeilen Sie sich, ziehen Sie ihn zur Basis, bevor er aufwacht vom Mittel. Das Rennen ist wohl nicht möglich, oder? Nein, die Kreatur weigert sich, schneller zu laufen. Wir haben ihn verloren! Armes Sturmtruppler. Sie wissen schon, dass das unser Architekt ist. Seinen Händen wird nichts passieren, mein Lord. Haben Sie Kenntnis über die Erste Hilfe, Verbänden, Salben? Natürlich, mein Lord. Sie kriegen mir also diesen Sturmtruppler wieder auf die Beine. Das sollte ich hinkriegen. Ich habe oft mit Blasterverletzungen zu tun unter den Rekruten. Wenn Sie auch eine Lichtschwertverletzung behandeln? Diese kommen eher selten vor, sollten sich jedoch hoffentlich gleich behandeln lassen wie Blasterschütze, da beides Verbrennungen verursacht. Naja, so selten kommt das nicht vor. Ich hab doch jemand aufgeschlitzt, der eigentlich von uns war. Prüfen Sie mal nach, wie lange das Heilmittel noch wirkt. Wenn ich mir diesen Fußmarsch anschaue, wird er doppelt so viel Schmerzen beim Aufwachen haben, wenn wir noch nicht bei der Basis sind. Sind Sie gerade über ihn drüber gelaufen? Natürlich nicht, mein Lord. Halten Sie sich rechts, schon werden Sie ihn da nicht über die Steine bekommen. Wieder mit dem Imperium, den Rebellen, Schweine, lang lebe das Imperium. Haben Sie Narkose überprüft? Rebellenpack. Die Narkose hält nochmal, Lord, definitiv. Drei Wetter Taft, die Frisur hält. Das ist schon mal sehr gut. So konnten wir Wengs, der Architekt, jetzt war mal gar nicht bei dem Rebelle, Lara. Der Architekt, oh, das sieht nicht gesund aus. Eieieiei. Captain Phasma, mal beim Absteigen nochmal die Narkose überprüfen. Natürlich. Und dann rein in die Basis mit ihm. Ah, übrigens, wer hier mitspielt aktiv, denken immer dran, wenn ich in der Nähe bin und sie das nachher Roleplay machen, dann war es das erstmal für euch. Es muss hier zu jedem Zeitpunkt, jeder, der hier mitmacht, zu jedem Zeitpunkt muss Roleplay passieren. Ihr wisst nie, ob ich irgendwo in der Nähe stehe und das Gespräch hören könnt.
oder eure Arbeit kontrolliere, wenn er zum Beispiel eine Mission von mir oder Captain Phasma oder Co. bekommt, kann es immer sein, dass wir euch beobachten. Also immer schön mitspiele, also das muss euch bewusst sein, wenn er hier mitmacht. Bin ich. Wir haben sie zurückgebracht in die Basis. Captain, sie leben noch. Natürlich, ich habe es überlebt. Gott, und der Imperator? Gott sei Dank. Natürlich, der Imperator hat es auch überlebt. Jedoch ist die restliche Crew stark zusammengeschrumpft. Oh nein, diese Rebellenschweine. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Es gab nur noch einen Blitz und dann habe ich das Bewusstsein verloren. Ruhen Sie sich erst einmal aus. Sturmtruppler, wir haben die Schlacht gewonnen. Wenn auch mit großen Verlusten. Konnten sich noch zu unseren Strukturen ziehen? Trotz ihrer Verletzung? Ich habe mich aus letzter Kraft Stück für Stück aufgerafft und Richtung Basis gesteppt, mein Imperator. Falls sie bei Kräften sind. Bei mir. Zu Befehl, mein Imperator. Regen. So. Letztes Mal bin ich auf wie weit weggerannt, um Tiere zu finden. Diesmal gucke ich erstmal hier over. Ein weiterer Klo. Brauchen wir jetzt nun wirklich nicht. Mein Enter Zoologe Sturmtruppler ist ja verstorben. Aber der hat ja das letzte Mal. Wenn Sie sich genug fühlen zum Aufstehen, können Sie sich gerne am Feuer etwas Fleisch nehmen. Das wird gerade frisches gemacht. Aber versuchen Sie sich diesen Tag erstmal auszuruhen. Ach, guck mal, du EWs Obsidian, ich wäre bekloppt. Ah, hier haben wir Stegos. Gut, das wäre natürlich nicht. Puppenträger. Mein Kadaver. Machen wir mal kurz ab, so, weil ich habe hier Kitrupa-Einheiten im Moment, die da ein bisschen mithelfen könnten. Oi Techner, wenn es da aber Stress gibt, dann mach doch hier mit. Hier gibt es nie Stress. Ui, hier ist ein ganz gefährlicher Dino. Ui, 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 da brauche ich Verstärkung. Wenn der nachts uns angreift, sind wir geliefert. Der muss weggemacht werden, bevor Nacht wird. Muss schnell Captain Phasma holen. Captain Phasma! Hat sie Captain Phasma allein in der Basis gelassen? Mein Imperator, sie meinte, ich kann mir was zum Essen nehmen und soll mich ausruhen. Wo sie hingegangen ist, wissen sie nicht. Nein, mein Imperator, das hat sie nicht. Stellung halten, Soldat. Stellung halten, der kann doch nicht mal stehen. Wo ist die? Jetzt doch nicht. Gut, dann müssen wir halt alleine das Ding machen. Wird okay. Captain Phasma! Mein Lord. Haben Sie Ihren Blaster aufgeladen? Natürlich immer einen. Ich brauche sie. Erstmal muss diese Kreatur weg.
Wow, mein Laserschwert war noch nicht warm. Begleiten Sie mit? Ja. Diese lassen Sie in Ruhe, weil hier ist ein Rudel, das muss ich erst erkundschaften. Hier, sehen Sie es. Start nicht so weit! Nehmen Sie mehr Abstand. Sie haben einen Blaster. Sie haben keine Nahkampfwaffe. Aber sie scheint ganz friedlich zu schlafen, diese Kreatur. Diese Kreatur hat einen unserer Breitmäuler in der Nacht mal attackiert. Wissen Sie das nicht mehr? Ihre ganze Rüstung wurde beschädigt bei einer Attacke. Aber jetzt sieht diese Kreatur ganz friedlich aus. Ja, ich möchte sie nicht bei Nacht sehen. Machen wir sie jetzt dem Erdboden gleich. Mir erschien dieser Kampf jedoch nicht fair. Als die letzte Kreatur uns nachts überrascht hatte, war es für uns auch nicht fair. Nein, sie hatte Raptor umgebrungen. Ich will doch Raptor analysieren. Okay, das darfst du umbringen. Da hinten ist ein Springer. Lassen Sie ihn leben, ich muss ihn untersuchen. Captain Phasma! Riechen Sie da weg? Holen Sie mir Betäubungspfeile. Oh Gott, hoffentlich. Kipp um. Kipp um. Oh, Scheiße. Ja, er ist umgekippt. Captain Phasma, ich konnte es mit meinen Pfeilen betäuben. Wir benötigen nur Betäubungsmittel. Ich habe beides mitgebracht, mein Lord. Gut. Wenn Sie da vorlaufen, hinter dem großen Baum sich links halten, müssten Sie es erblicken können. Gerade vor Ihnen. Captain Phasma, eine Frage noch. Haben Sie von unserem Zoologen die Lupe können retten? Bei meiner ersten Inspektion habe ich sie leider nicht gefunden. Was mache ich mit der Paste? Legen Sie mal die Paste auf den Oberschenkel. Ich werde es benutzen. Ich benötige von Ihnen die Lupe. Ich lege Ihnen auch die Pfeile dazu. Ich werde gucken, ob ich noch eine Lupe hergestellt bekomme oder ob sie in der Vase ist. Ich weiß bis jetzt nur, dass dieses Tier uns sehr lecker findet und dadurch diese Krallen als Sprung benutzt. Ich muss es erst noch weiter untersuchen, dafür muss ich es betäubt halten. Ich werde in Höchstgeschwindigkeit die Vase durchsuchen. Wenn nicht, fertigen Sie eine neue an. Hat ja, glaube ich, für die Zoologe die andere angefertigt, weiß ich nicht mehr. Ich weiß, ich merke, wenn sie ohne zurückkommt. So, ja. Dann suchen wir Mutter den Junge hier. Also hier scheinen wohl die Ohren zu sein. Lupe lässt sich das halt besser gucken dann. Und es ist eindeutige Fleischfresser durch diese
Dornenartige Zähne, die direkt ins Fleisch bohren. Aber viel interessanter ist diese Sprungattacke mit deiner Kralle hier. Oh Gott! Sprungattacke mit dieser Reißkralle. Schon ein beeindruckendes Tier. Balance-Schweif. Federn, um die Balance zu halten beim Springen. Sandest. Ja, es gilt halt, meinen Willen aufzuzwingen. Halt, um es erstmal betäubt, müssen wir noch weiter untersuchen. Hat Captain fass mal die Lupe. So halt weiter erforsche. Ich habe jetzt halt diesmal keine Kotprobe. Bisschen schwierig bei Fleischfresser die Kotprobe zu bekommen. Sobald die schnüffeln, bist du ja schon fällig. Man hat sie jetzt bei dem Sabertooth gesehen, wo auch immer der herkommen ist. Das nennen die schnell und geschwind. Ah, da kommt sie ja. Schneller ging es nicht. Man halt, mein Lord, es war keine mehr in der Basis. Erst eine neue anfertigen. Und ich habe nochmal Narkosemittel mitgebracht für den Fall, dass das Tier schnell wieder zu Bewusstsein kommen sollte. Geht es Ihnen gut? Sie wurden ja attackiert von dieser Kreatur. Keine Verletzungen? Nein, alles in Ordnung. Die Rüstung hat das meiste abgefangen. Schauen Sie mal, diese Bohrungen. Zähne nach innen gekrümmt. Diese Kreatur zwischen die Zähne bekommen, kommen sie da nicht mehr raus. Dann kann ich nur sagen, mit zum Glück ist da meine Rüstung abgerutscht. Die Greifhände. Viel besser ausgeprägt als bei unseren Breitmäulern. Fast wie die Raubvögel auf. Fällt der Name nicht mehr ein vom Planeten. Ach, Sie wissen schon. Auf diesem Eismond Norden. Nur waren die pelziger. Auf Hoth.